Hallo und herzlich willkommen aus dem Epizentrum der Innenstadt Bielefelds. Unser Fanladen hat eröffnet hier im Hintergrund am Jahnplatz. Es ist das neue Zentrum der Stadt und wir wollen uns den ganzen Laden jetzt mal anschauen. Ja, bei mir steht Farid, der ist der Projektmanager des ganzen Fanladens hier am Jahnplatz in der Innenstadt. Farid, war es stressig in den letzten Wochen? Kann man so sagen, einige Nachtschichten, die eingelegt werden mussten, aber man muss sagen, dass alle wirklich super zusammengearbeitet haben, intern, extern, und dass es deshalb auch super geklappt hat. Jetzt haben wir den Laden endlich auf, die Leute stehen schon in der Schlange. Bist du zufrieden? Ist es ein schöner Eröffnungstag? Absolut. Also die Schlange pendelt so zwischen Litfaßsäule und Jahnplatzuhr hin und her. Gut was los. Und wenn man drin auch schaut, Flockmaschine läuft für die Trikots. Also die Leute sind super zufrieden, glaube ich. Du hast ja, glaube ich, gerade auch schon die ein, zwei Rückmeldungen geholt, habe ich gerade schon gesehen. Warum bringt Arminia Bielefeld das jetzt hier weiter, dass wir endlich einen Fanladen in der Innenstadt haben? Ja, also wir freuen uns einfach darüber, dass wir endlich näher an den Fans dran sein können, glaube ich. Das zeichnet uns ja aus, dass wir Fannähe leben wollen, und jetzt sind wir einfach mitten in der Innenstadt und darüber freuen wir uns. Große Klasse, alles da, alle Produkte, die man haben möchte. Freundliche Bedienung, entspannte Einkaufsatmosphäre, alles wunderbar. Ich finde es toll, dass man, ich sag mal, in der Stadt jetzt das machen kann alles und nicht rausfahren muss extra und so weiter. Deswegen, also wir sind gleich heute früh rein, als ich es gelesen hatte. Unsere Enkeltochter ist jetzt auch gerade übers Wochenende bei uns und die ist Amini. Und das passte alles ganz toll. Nein, also ich finde es schön, richtig, richtig toll. Wenn irgendwas ist, dann können wir wissen, hier hingehen, müssen nicht immer da rausfahren. Ich finde es super. Gut. Gut, hat uns super gefallen. Also schön geworden und stadtnah, macht natürlich auch was her. Immer gerade mal in der Stadt ist mal rein und haben viel Geld ausgegeben. Ja, bei mir steht jetzt Thorsten. Thorsten ist der Leiter unseres Fanladens. Thorsten, der Eröffnungstag, ein paar Stunden sind schon rum. Wie läuft's? Bist du zufrieden? Ja, überragend. Wir freuen uns tierisch. Es macht unheimlich viel Spaß. Die Leute strömen hier, die Schlangen hören gar nicht mehr auf. Und doch, macht Spaß und wir freuen uns alle. Sehr gut. Dann nimm uns noch mal mit. Warum sollten wir unbedingt in den Fanladen hier in die Innenstadt kommen? Naja, erstmal Arminia erleben, ganz klar. Und wir haben einen tollen Shop aufgebaut und man findet hier auch nahezu alle Sachen. Und ja, es macht einfach Spaß, hier den Laden sich immer anzusehen. Es ist was Neues entstanden. Und nicht zu vergessen, es gibt ja auch ein kleines Gratisgeschenk noch beim Vorbeischauen. Sehr gut. Also kommt heute am Samstag am besten noch vorbei, gibt ein kleines Gratisgeschenk. Thorsten, ich wünsche dir viel Erfolg mit unserem Fanladen in der Innenstadt. Dankeschön. Ja, kommt vorbei. Wir freuen uns. Ja, der Fanladen ist eröffnet. Ihr seht es hinter mir. Eröffnungstag ist schon richtig gut gelaufen. Ihr könnt uns besuchen. Immer von 10 Uhr bis 19.05 Uhr, montags bis samstags. Wir freuen uns auf euren Besuch.